nicht. Habt ihr das gehört? Und ich habe extra vor, ihm nicht seine geothermischen Kraftwerke kannst du auch gebrauchen später. 750 Energie, FTW, Junge. Die Dinge sind... Energietransmitter ja, umlagern. Dann hast du es auf der Insel, wo du es haben willst, auf jeder Insel. You know? Deswegen ist das ja so geil. Okay. Oh, das ist... Ja, ich weiß, aber das hat man ja alles erst später. Und da ich ja so nicht für die Zukunft bin, sondern du eher... Somehow I got a very bad fuck feeling. You, Handy. Okay, hier ist noch eins. Ja, das wird wahrscheinlich ein bisschen kacke werden, wenn ich das hier nehme. Also muss ich wahrscheinlich doch das hier nehmen. Jo, das hier wird es sein. Okay, okay. Wo bin ich stehen geblieben? Werkzeuge. Das war das Letzte, was ich machen wollte. Da seht ihr schon, minus 2. Wie wollen wir das eigentlich hochladen? I don't know. Immer so 2 an einem Tag oder so? Hauptsache, ein Fluss ja, minus 10, Tilda. Sie bemerkt missbilligend, wie viele Leute bereits in ihrer Stadt leben. Ja, nur weil sie so halt wack und schlecht ist. Fucking Noob. Hat Adi mir auch Adi, sei gegrüßt, du wirst das Video wahrscheinlich niemals sehen, außer Martin wird es dir schicken. Ja, allein aus diesem Grund werde ich es ihm schicken. Shoutout to Adi, aka... Keine Names. Wie heißt Adi wohl wirklich? Ja, ob es wohl mehr als einen Adrian auf dieser Welt gibt? YOLO. Du hast es mir eingepflanzt, deswegen, weil... YOLO zu sagen? Ja, aber... Das ist so echt, das ist voll die Droge. 2 Sekunden. Alter, ich trinke gar nicht mehr weiter, das ist echt schlimm. Einfach. Ja, du bist schon wieder viel zu fixiert auf das Spiel. Chill mal deine Basis. Denke ist immer gleich so. Völlig ja, in seinem Element. So. Aber wahrscheinlich ist es noch nicht so weit. Schon ein bisschen lame. Ich habe noch gar nicht viel erreicht, das war jetzt so ein bisschen Opfer. Aber gut, es ist schon so, mein Plan steht schon im Grunde genommen. Ich habe schon eigentlich schon längst habe ich schon Executives, also die Max-Stufe erreicht. Nur in Gedanken, nur in Träumen. Aber eigentlich auch nicht, richtig. In meinen feuchten Träumen. Aha. Wovon träumst du eigentlich nachts? Nicht von Tycoon Executives. Am liebsten von einer schönen Person. Was? Eco Executives? Badums. Ja, ihr wisst alle, er meint mich, natürlich. Oh. Hallo, wir wollen doch keine Inso betreiben hier. Und? Als ob ich es jemals... Nee. Das... Okay. Habt ihr nicht gehört, Leute? Habt ihr nicht gehört. Ränke würde, aber ich sag immer penetrant nein. Ja, sicher. Ich glaube, es war eine gute Idee, mit dir hierher zu kommen. Nö. Egal, oh, so nicht. Ich will nicht die ganze Zeit nur so viel klicken müssen, das ist peinlich. Ups, nicht Straße kopieren. Tadadada. Also wenn ihr uns jetzt sehen könntet, es ist ungefähr so, dass wir hier sitzen, Renke völlig angespannt wie immer, in der Hand die ganze Zeit bei der Tastatur, damit er auch nichts verpasst und ich sitze hier eher so zurückgelehnt, quasi nur mit der Maus. Den Unterschied werdet ihr im Laufe des Games sehen. Perfect Stadt. Naja. Mhm. Armviertel. Gerade das Notwendigste so vorhanden oder so. Nein, Mann. Läuft. Alles supi. Also Martin sagt es nur, er ist ein Noob in Anno, weil er euch eigentlich... Also wenn er es verkackt, dann will er eine Ausrede haben. Ja, mein Gott, das Prinzip von Anno 2070 ist das same. Gespielt. Ja, ich weiß, ich habe auch schon Anno 1404 vorher gespielt. YOLO. Plus oh, Erweiterung. Junge, Alter, ich sag dieses Wort nie wieder. Weil Anno einfach geil ist. Ich hasse es. Das passt auch manchmal gar nicht, also... Zählt mal einfach, wie oft er YOLO sagt und am Ende schlage ich ihn mit der Anzahl... Das passiert, wenn man keine Straße anbaut. Die Typen haben keine Dings und fangen zu streiken. Ich meine, als ob so ein kleines Häuschen mucken könnte gegen so eine Stadt. Das ist ein bisschen... Und die Stadt ist noch klein. Martin, man hört es extrem. Ich meine...
Die haben wir wahrscheinlich dagegen, wenn wir mal so einen Chip reinstecken, aber noch nicht so einen richtig schönen Crunch. Das ist doch echt. By the way, was machen wir, wenn das jetzt nicht aufnimmt? Also wenn das aufnimmt, aber so scheiß Quali ist? Wir haben jetzt nicht fail, ne? Ich habe noch gar nicht getestet, ob es jetzt läuft. So, jetzt habe ich langsam den Grundbaustock da gebaut. Werkzeuge sind im Dings, im Bau, ne? Ja, ist im Bau. Okay, da hat noch nicht genug Dings, aber das passt schon. Es läuft alles. Zweite habe ich auch schon gebaut, also kann ich jetzt schon mal theoretisch schon die zweite hier vom Bauen. Dann habe ich kein Dings mehr, aber es reicht auch. Energieversorgung mangelhaft. Ab wann kann man unter Wasser sobald du Text hast, und die Text hast, sobald du Ingenieure... Nee, hast du jetzt schon, oder? Den kann er jetzt schon Text haben? Nee, Ingenieure, oder? Oder? Ja, Ingenieure. Du musst noch ein bisschen, mein Bruder. Nein, dann muss ich über Land Öl abbauen. Ja, so, man ist mein ganzes eine Stadtzentrum voll. Ah ja, und ich spiele mit Hotkeys, also nicht wundern, warum ich auf einmal so ganz viele verschiedene Funktionen habe. So, N für Pipette, S für Straße, V für Zerstören, da könnt ihr auch alles hier drücken oder Bausystem, dann auf Straße drücken und dann hat man hier die Straße oder Pipette F11 und dann drückt man hier auf Pipette. Das dauert aber Stunden, deswegen mache ich das alles mit Hotkeys. Ja, bis du es erstmal gefunden hast, brauchst du allein schon Tage. Ja. Weiß. Naja, ich find's mit Hotkeys auch besser. So, der hat das gebaut, ist auch im Prinzip in Betrieb. So, ausgebaut. Der Kontor hat jetzt zwei Karren und hat größer, jetzt habe ich mehr Lagerkapazität. 85 Tonnen, das erhöht sich mit jedem Kontor auf einer Insel und am Ende kann man es auch mit Lagerhäusern oder so vergrößern. Das ist dann Chili-Milli. Oh komm, ich will Tools haben. Also Work hat mal Leute. Ne, egal, lass mal. Nein. Kauf sie halt bei mir. Warum nicht? Doch schon, aber... Magst du mich etwa nicht? Ja, oh lol, sie hat keinen... Das war mal wieder der Beweis. Das kommt, wenn man einfach nicht auf seine Fischproduktion achtet und eigentlich achten sollte, drauf achten sollte. Aber das hat jetzt keine großen... Kann das sein, dass man ungefähr zwei Betondinger von einmal Sand und einmal Dings? Warum nicht? Oder doch, kann sein, ich hab keine Ahnung, Mann. Ich weiß bei Takuni nicht, einem Sand und einem. Hier ist einfach raus. Von Tycoon. Da können wir mal sehen, Henk hat überhaupt keine Ahnung. Am Anfang habe ich auch nur Tycoon gespielt, aber irgendwie von dem Spiel. Noch ein Max hat mich belehrt, als er einmal, als ich ihm das gezeigt habe und er nur, als er nur die Tycoons gesehen hat und gesagt hat, Schweinemester. Ihr werdet sofort sehen, dass es Schweinemester sind, sobald Martin die nicen Burger aufgebaut hat. Hat er die schon? Burger. Nein, ein auf den. Ich habe noch nicht mal genug Beton. Aber das ist jetzt hier, das ist es ist an sich so. Tycoon ist an sich auch cool, aber es ist schon so ganz. Nein, ich spiele Tycoon nicht aus dem Prinzip, aus diesem Grund, sondern weil ich einfach die Ecos im Late Game cooler finde und ich. Ja, man muss das wissen, sagen, alle, die Max ist Vegetarier. Max Videos gespielt, geguckt haben. Und da Max ja eher so der Partner-Account von uns ist, aka. Wir leider kennen ihn ziemlich gut in Real und so. Das hat mich geprägt. Shoutout an Max. Er hat mich geprägt. Stadt geht stetig bergauf. Das haben wir dir zu verdanken. Ja. Aber Renk ist zum Glück nicht Vegetarier geworden und zum größeren Glück kein Veganer. Ich meine, gut ab vor den Leuten, aber ich könnte so nicht leben. Ohne Fleisch. Ja, die sind ja manchmal so krass sogar, dass sie noch nicht mal so Sachen anziehen, die von Tieren stammen. Hallo? Bürger ist gemutet. Ja, kein Leder und nix. Ja. Okidoki wieder da. Ja, machen wir vielleicht. Okay,
Gute Nacht. Meine Schwester gerade reinkommen. Ja, beziehungsweise hat sich erstmal hier abgemeldet. AKA, sie geht ins Bett um. Mittlerweile fit nach 11. Ja, es ist für uns ein bisschen zu früh. Nee, aber jetzt ja, mal ernsthaft. Ich meine, Tiere sind dazu geboren, um unterdrückt zu werden, also. Nein. Tiere sind einfach mindere Wesen. Das ist einfach so, das muss man so hinnehmen. So. Ach scheiße, Zollwaren wollte ich nochmal. Ja, aber jetzt mal ernsthaft, also ich meine, ich toleriere es, ich habe auch kein Problem mit. Vegetarier, habe ich echt, das ist, ich meine, Max ist immer noch mein Freund, obwohl er Vegetarier ist. Es ist ja auch, ich meine, es ist ja auch okay, dass man kein Fleisch isst, aber Max, wenn man dann auch darauf verzichtet, Sachen von Tieren anzuziehen, das ist ja echt schon echt krass, ne? Ja, deswegen habe ich ja gesagt, Vegetarier habe ich kein Problem mit. Veganer sind mir schon ein bisschen Leute, ab denen wir... Die sind mir unsympathisch, aber trotzdem... Nee, außerdem kann man es Menschen nicht ansehen. Sonderliches Problem, wenn man sieht, dass ihre Kleidung vielleicht ein bisschen komisch aussieht, weil es dann nur Baumwolle ist. Hä? Das ist ja noch nicht komisch. Außerdem ziehen die genauso Polyester-Plastik-Kram an, weil es auch nicht von Tieren ist. Wir wollen jetzt nicht drüber reden, das ist jetzt egal. Ja, sonst haben wir auch kein Top-Thema geschrieben, oder irre ich mich da? Ja, hallo? Wir müssen auch ein bisschen Kreativität zeigen. Sind wir in einem Vorstellungsgespräch, oder wie? Und eine Basis. Ach, Leute, ich drehe mich gerade im Kreis, ich mache gerade gar nichts, das ist blöd. Deswegen werde ich mich immer langsam hier ransetzen. So, weiter geht's, nächste Produktion Holz. Woody Wood. Ich hab gerade die... Wood Super Duper Shop. Wood Super Duper Shop. Kennt, glaube ich, kein Schein, oder? Keine Ahnung. So, seht ihr? Da. Minus 25, dann wird es gelb. Ah, meine Nase. Sogar minus 27. Und das hat zur Folge, dass die Dinger noch 98% arbeiten. Das waren es gerade mal minus 3 drunter. Es ist nicht minus 3 runter, heißt minus 3 Abzug. Das sieht man ja auch, dass es 98 sind. Aber es ist dann immer umso schlechter, deswegen immer drüber halten. Aber da ich noch keine Gebäude habe, die das hochziehen, ist das mir nicht possible. Was soll ich sagen? Mir geht's blendend. Es gibt hier so viele Möglichkeiten. Oh yes, I forgot it. Regt mich jetzt gerade ein bisschen auf. Ja, ohne Scheiß, ich glaube, ich unloade jetzt einfach mal die Items. Wir können gleich den Cut machen, um zu testen, ob es überhaupt läuft. Wenn ihr das hier hört, wisst ihr, es hat geklappt. Ja. Ja, und ansonsten, nicht. Aber dann werdet ihr das hier nicht hören, aber ich wollte nur Angst machen, geklappt. Martin. Den kann nur wieder. So. Vor allem, weil mir das so ultra viel Angst gemacht hätte. Fast weinen müssen deswegen. So, schön hier hinten hinknallen, in die Industrie. Da passt es immer gut hin, das war Holz. Du schon wieder? Verzeichne in Besitznahme. Junge, was machst du für einen Kack? Was nimmst du denn alles für Inseln? Nein, ich schon wieder. Achso, ich konnte das noch keine Ahnung. Okay. Ey, du hast doch auch schon drei Inseln. Ich will nur nicht, dass es hier langsam unbalanced wird, dass du die halbe Insel. Ach so, unbalanced. Daher weht der Wind. Soll fair bleiben. Er hat schon wieder Angst. Ja. Angst, dass ich ihn outscore, so wie immer. Ich baue Baumschulen. Nein, da geht man nicht zur Schule, sondern das ist Baumschule um... Ja, es heißt hier Baumschule. Nein, das ist Pflanzbäumchen und das ist notwendig, damit gleich die Holzfäller, die ich baue, auch irgendwann noch genug Holz haben. Ist notwendig, ja? Ist notwendig. Leute, wollt ihr mich verarschen? Ihr habt doch die ganze Zeit Fisch da drin, ne? Wollt ihr mich verarschen? Träum me more. Ich baue mal gleich so ein extra Ding hier. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Jetzt reicht's. Halt, stopp. Das kommt jetzt hier hin und das kommt jetzt hier hin. Dann könnt ihr mal... So, gut, ein Ding. Wir können mal einen Granit klären. Du gehst abstairs hier hin und dann baue ich jetzt hier mal schnell das Holz. Sonst vergesse ich es wieder. Habt ihr gehört, Renke stellt das ab und dann geht das richtig rund hier. So, ich habe keine Ahnung mehr, wie dieses Ding funktioniert. Renke, gib mal deine Mappe. Du musst gucken, wo ist Eco und dann musst du da gucken, was.
Ja, ich hab das